Kann man Gott noch vertrauen, wenn man das eigene Kind verliert? Wir sehen da Maria als Gottesmutter, wunderschön dargestellt, wie sie heute verehrt wird. Und wir machen uns aber, glaube ich, wenig Begriff, was diese Frau in ihrem Leben oft gelitten hat. Sie hat sicher unglaubliches Vertrauen in Gott gehabt. Sie hat sicher ein sehr weises Herz gehabt. Aber was ihr zugemutet wurde, indem sie ein Kind bekommt, obwohl sie gerade erst verlobt war, indem sie einen Menschen in die Welt setzt, der predigt, der Gottes reine Liebe predigt und dafür Traditionen bricht und sich große Feinde macht, dass sie einen Sohn hat, der am Kreuz sterben muss, der leiden muss und den sie dann sogar nach seinem Tod noch in den Armen hält. Hätte Maria zum Engel und zu Gottes Plan Ja gesagt, wenn sie gewusst hätte, wie viel Leiden da auf sie zukommt? Sie war sicher eine unglaublich starke, mutige Frau.